Genau 35 Jahre ist es her, dass hier in Pripyat das Leben regelrecht stehen geblieben ist. Innerhalb von Stunden mussten Zehntausende Menschen ihr Zuhause verlassen, weil es nebenan im Atomkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU gekommen war. Ein Reaktor war explodiert. Und Pripyat wurde von der sowjetischen Vorzeigesiedlung zur Geisterstadt. Die gesamte Region ist nach wie vor radioaktiv verseucht. Heute wurde in der Ukraine an den Super-GAU und an seine Folgen erinnert. Jo Angerer berichtet. Gedenken an die Opfer der Katastrophe, an die Helfer, die Feuerwehrleute, die vor 35 Jahren den Brand im Reaktor Block 4 bekämpften. Tausende starben, Folge der hohen Strahlendosis, der sie ausgesetzt waren. Für uns alle ist Tschernobyl eine gemeinsame Herausforderung und eine gemeinsame Aktion für die Zukunft und die Sicherheit unseres Planeten. Im Reaktorkern kam es im April 1986 zu einer Explosion, zur Kernschmelze. Eine Wolke mit radioaktiven Partikeln trieb über Europa. Um die Atomruine hat man eine Schutzhülle gebaut, den sogenannten Sarkophag. Erste Aufräumarbeiten im Inneren sollen bald beginnen. Doch es wird Jahrzehnte dauern, bis alle strahlenden Überreste beseitigt sind. Und so lange wird die Stadt Pripyat nahe der Ruine eine Geisterstadt bleiben. Ivan Matschenko lebt in einem Dorf am Rande der Sperrzone. Mit Sorge sieht er den Aufräumarbeiten in der Atomruine entgegen. Die EU ist nicht allzu weit. Sollte etwas passieren, dann wird nach 2-3 Tagen alles in Deutschland sein. Überall, wohin der Wind weht. Es ist sehr schrecklich. Das Reaktorunglück von Tschernobyl. Auch 35 Jahre danach hat es für die Menschen hier nichts von seinem Schrecken verloren.